Dovetail Games Eurofishing. Jo! Und damit herzlich willkommen. Da sind wir auch schon bei meinem Charakter gelandet, den ich erstellt habe. Jo, ein neues Spiel auf Steam. Was heißt neues Spiel? Es ist jetzt endlich aus der Beta-Phase raus. Es lief eine ganze Weile in der Beta-Phase, beziehungsweise erstmal gab es ganz viele Alpha-Phasen von dem Spiel. Und dann zuletzt, ich glaube, 4 Beta-Phasen gab es, ne? Vier Beta-Phasen waren das. Also ist schon länger bei Steam erhältlich. War eine ganze Zeit lang im Early Access. Da sind sie jetzt raus. Jetzt kann man das als Vollpreisspiel kaufen. Ich glaube, das kostet, lass mich nicht lügen, so bei 25 Euro. Ja, ich glaube, bei 25 Euro müsste das liegen. Jo, ich habe es damals, wo es in der Alpha-Phase war, gekauft. Da war es auch ein Angebot. Och, das ist lange her, über ein halbes Jahr, noch länger. Da habe ich mal, was habe ich dafür bezahlt? 7 Euro. Natürlich hat sich das ja jetzt weiterentwickelt und deswegen kostet es halt ein bisschen mehr. Und ich muss sagen, es ist wirklich gut geworden. Und ich will auch gar nicht so viel quasseln. Wir wollen direkt loslegen. Ich kann auch mal Charaktererstellung vielleicht nochmal kurz zeigen. So, Mann 1, Mann 2, ich gehe das mal durch. So, man hat halt ein anderes T-Shirt an. So, Frauen gibt es glaube ich auch, die sind weiter hinten. Ja, genau, da ist eine Frau, eine Dame, eine junge Dame. So, das war's auch schon. So wie, sagen wir mal, Größe und sowas, sagen wir, oder Größe der Hände oder Körper, und das kann man nicht umändern. So detailmäßig, also ist nicht drin. Weiß nicht, ob da vielleicht später vielleicht nochmal was kommt, dass man irgendwie, ja, dass man seinen Charakter ein bisschen, weiß nicht, umfangreicher anpassen kann, weiß ich nicht. Lassen wir uns mal überraschen. So, ich gehe da mal zurück und wähle mal Askamon German Let's Play LP aus hier und dann starten wir mal direkt. So, Space, um fortzufahren, okay. Und da sind wir auch schon im richtigen Menü. Willkommen zu Eurofishing. Ja, ihr seht ja, man kann hier Akademie machen. Erstmal hier sozusagen lernen, ne, wie das geht mit dem Angeln. Oder halt hier angeln gehen, normal, eine normale Angelrunde starten. Mehrspieler oder Live-Turnier. So, aber wir starten mal direkt in die Akademie rein. So, die Grundlagen haben wir hier. Fisch am Haken. Pirschen. Locken. Was ist das denn hier? Eine Rakete? Ach so, eine Art Futterkorb, ne? Mehrere Routen. Okay. Komm, wir fangen mal bei 1 an hier. Die Grundlagen. Also beim ersten. Lerne die Grundlagen von unserem Karpfen- und Course-Masterangler. Okay. In dieser Lektion werden dir die Hauptelemente des Dovetail Games Fishing erklärt. Einschließlich der Vorschriften des Sees. Hm. Wie du deine Route auswählst und einholst. Und wie du Angelausrüstung mit verschiedenen Montagen und Ködern. Da fehlt doch noch ein Text. Klicke, um zu spielen, okay. Aber hier fehlt doch noch Text. Verschiedene Montagen und Ködern. Da fehlt ein bisschen Text, ne? Da kann ich auch nicht runterscrollen. Der Text ist doch hier nicht zu Ende. Klicken, um zu spielen. Ist das vielleicht noch ein Fehler? Ist das vielleicht noch ein Bug? Weil der Text wird ja hier nicht komplett angezeigt. Ich kann da auch nicht runterscrollen. Gewinne, okay. Info, naja. Lassen wir das mal. Legen wir mal direkt los. Klicken, um zu spielen. So, sind wir schon am Laden hier und dann können wir bestimmt gleich auswählen, wo wir starten können. Willkommen in der Dovetail Games Euro Fishing Academy. Es ist ein schöner Tag hier am Ufer des Observatory Lake. Eine leichte Brise weht über dem See. Die Bedingungen sind perfekt, um die wichtigsten Fähigkeiten zu lernen, die du brauchen wirst, um erfolgreich zu fischen. Ganz egal, wo du die Angel auswirfst. Im Laufe dieser ersten Übung werde ich dir die Grundlagen von Dovetail Games Euro Fishing beibringen. Später werden wir sehen, wie die richtige Stelle mit verschiedenen Montagen und Ködern anvisiert wird und wie der perfekte Angelansatz geplant werden kann. Ja, das ist ja schon mal schön gemacht. Mit Intro.
sozusagen. Und deutscher Sprachausgabe. Wunderbar, was wollen wir mehr? Dafür gibt's schon mal einen dicken Daumen nach oben. So, wollen wir es überspringen oder wollen wir noch die schöne Natur genießen hier? Ich hoffe, es hört man, ne? Sonst mache ich den Hintergrundton ein bisschen lauter. Oh, es endet von alleine. Ne, es fängt von vorne an. Okay, wir wollen mal überspringen. Warum vertrittst du dir nicht etwas die Beine, um dich mit der Steuerung vertraut zu machen, bevor wir mit der Übung anfangen? Okay. Jo, wir fangen echt bei Null an. Hier, WASD benutzen, um den Charakter zu bewegen. Ein bisschen umschauen hier. Echt, ne? Sieht, Kamera bewegen, ja, mach ich gerade. Sieht echt schön aus. Auch unser Gut, hier. Du hast den Dreh raus. Das wäre sonst ein langer Tag geworden. Ach, wir haben noch Zeit. Drücken, um die Perspektive zu wechseln. Okay, machen wir gleich mal. Rund um den See herum befinden sich Angelpfähle, bei denen du deine Ausrüstung aufstellen kannst. Du kannst einen Angelpfahl an einem Zeichen wie diesem hier erkennen. Lass uns fürs Erste diesen Angelpfahl beanspruchen und deine Angelausrüstung vorbereiten. Wenn du einen Angelpfahl beansprucht hast, gehört er dir. Niemand sonst kann am selben Angelpfahl fischen, solange deine Ausrüstung sich dort befindet. Bedenke aber bitte, dass wir deine Ausrüstung entfernen werden, wenn du dich zu weit entfernst und deinen Angelpfahl unbeaufsichtigt lässt. Dann kann sich dort jemand anderes niederlassen. Alles klar. Schön, so ein Guide zu haben hier. Ja, sieht echt schön aus. Oh, die Sonne, die knallt auch richtig uns auf den Pelz hier. Gefällt mir. Ist nice. So, gehen wir mal zum Punkt, wo wir hin sollen. Einen Angelpfahl beanspruchen. Drücke, um einen Angelpfahl zu beanspruchen. Drücken wir gleich mal Taste E hier. Aber erstmal gucken wir uns mal das hier oben hier ein bisschen, ne? Alles schön sauber hier, schöne Mülltonne hier, dass wir nicht unser Müll hier, ne? Hier entsorgen, das gehört sich sowieso nicht, ne? Ihr Angler da draußen. Den Müll einfach irgendwo hinzuschmeißen, immer schön hier in die Mülltonne rein oder am besten noch mit nach Hause nehmen und zu Hause den Müll entsorgen. So, wir drücken mal die Taste E. Gut, kommen wir nun auf die Angelausrüstung zu sprechen. Deine Montage und deine Köder sind nur zwei Werkzeuge in deinem Anglerarsenal. Nur mit der richtigen Montage und dem richtigen Köder können Karpfen gefangen werden. Wenn du deine Angelrute hältst, kannst du die Montage und den Köder ganz einfach wechseln, indem du dein Inventar öffnest und andere auswählst. Wir werden in einer anderen Übung erklären, wie die verschiedenen Setups funktionieren. Wähle erstmal einfach irgendeinen anderen Köder und eine andere Montage. Okay, machen wir doch. Drücke, um das Inventar zu öffnen. Taste I. Okay, ausgerüstet. Route. Haiju, wer hat schon? 2,74 Meter. Kabel, Gewinner, Koda, okay, das ist noch alles auf Englisch da. Rick. What? Braid, Hair? Haare? Nee. Okay. Ja, mein Englisch, sorry wegen mein Englisch ist scheiße. Bridget, Herr, Größe 12. Das ist der Haken. Auf jeden Fall ist das der Haken. Köder, Weißbrotflocken. Okay. So, was haben wir hier? Rix, Schlamm, Kies. Oh, haben bestimmte Haken für bestimmte Untergründe vom bestimmten Angelplatz. Also Angelspot. Müssen wir gucken, was wir denn für einen Untergrund haben. Aber ich denke mal, das sagt er uns bestimmt auch noch. Der liebe nette Herr da im Hintergrund. Unser Guide. So, nehmen wir mal hier den Kieshaken. Schließe dein Inventar, wenn du mit deiner Auswahl zufrieden bist. Ja, komm, machen wir doch mal hier. Brauchen wir eine Angel? Nee, eine andere Angel. Wir haben nur eine hier momentan. Gut, du hast deinen Angelpfahl beansprucht und dein Angelsetup ausgewählt. Jetzt werde ich dir erklären, wie in Dovetail Games Eurofishing ausgeworfen wird. Lauf zum Angelpfahl. Sobald du beim Wasser bist, sollte es dir möglich sein, den Schnurfangbügel zu lösen, die Schnur zu halten und zum Auswerfen in Position zu gehen. Okay. Auswerfen beginnen. Halten, um auszuwerfen. Ja, das machen wir dann gleich mal. Ja, was ich mir noch sagen muss, man kann auch mit dem Controller spielen. Ich spiele jetzt aber mit Maus und Tastatur. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich bei Maustastatur bleibe. Vielleicht auch mal Controller. Mal gucken, was mir so am besten gefällt, wo ich am besten mit klarkomme.
So, halten, um auszuwerfen. Machen wir doch mal hier. Bei gehaltener Schnur musst du nun die Rute nach hinten bewegen, bis das Blei hinter dir ist. Vergiss nicht, die Schnur festzuhalten, sonst fällt der Köder herunter. Alles klar, Rute nach hinten ziehen. Jetzt, wo das Blei hinter dir ist und deine Arme gestreckt sind, kannst du die Rute nach vorne drücken. Dies ist die Bewegung, die du meistern musst, wenn du den Köder weiter auswerfen möchtest. Versuch es mit einem Übungswurf, um dich damit vertraut zu machen. Rute nach vorne bewegen. Hopp. Hopp. Gut, da du nun etwas üben konntest, können wir uns an einem richtigen Wurf versuchen. Bewege die Rute erneut nach hinten, bis das Blei hinter dir ist. Dieses Mal lässt du die Schnur beim Vorschnellen der Rute los. Das Timing muss stimmen, um einen guten Wurf hinzubekommen. Probiere es aus und versuche weiter als 15 Meter auszuwerfen. Wenn dir das nicht beim ersten Versuch gelingt, dann hol die Schnur ein und versuch es nochmal. Alles klar. So wird also gepeitscht. Und Action! Er fliegt ordentlich weit. Blub hat er gemacht, blub hat er eben gemacht. Du kannst den Grund durch die Vibrationen der Rute einschätzen, wenn der Köder darauf trifft. Zu wissen, über was für einen Boden du fischst, ist wichtig, denn du musst die passende Montage und den passenden Köder verwenden. Alles klar. Bodentypen. Jeder Bodentyp hat Einfluss auf die Erfolgschance. Oh, das war so schnell weg. So schnell kann ich gar nicht lesen. Leider beißen die Fische im Moment nicht an. Lass uns also die Schnur einholen und für heute Schluss machen. What? Wie? Ich wollte doch noch einen Fisch fangen. Wir können doch nicht jetzt schon aufhören. Hallo? Und wir sind auch auf 30 Meter raus fast, ne? Da 29YD, Dingsbums, das ist Yards. Yards sind das, glaube ich, ne? Auf Englisch heißt das Yards. Halten, um Schnur einzuholen. Ja, dann holen wir die Schnur mal ein. Anscheinend hat unser Guide keine Lust mehr. Ach, da wird uns dann ein anderer Untergrund gerade da angezeigt, ne? Als wir eben da. Super, das war's für heute. In dieser Übung haben wir dir gezeigt, wie ein Angelpfahl beansprucht, wie über dem Kopf ausgeworfen und wie die Schnur eingeholt wird. Weil du so fleißig warst, gebe ich dir sogar ein paar Angelpunkte. Die kannst du verwenden, um im Angelladen neue Ausrüstung freizuschalten. Schön. Den Laden kannst du im Hauptmenü finden. Du hast außerdem ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Erfahrungspunkte, auch XP genannt, geben an, wie erfahren du als Angler bist. Je mehr du bekommst, desto mehr Herausforderungen werden sich dir öffnen. Jetzt kennst du die Grundlagen von Dovetail Games Eurofishing. Gut gemacht. Ich freue mich schon auf unsere nächste Übung. Ich freue mich auch, du. Schön, Level 2 haben wir auch erreicht hier. Ist doch Level 2, ne? Steht zumindest Level 2. Oder brauche ich noch bis Level 2 300 Punkte? Weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall beenden wir mal. Muss gerade nur laden. Ah, schon fertig geladen. Ging ja ratzfatz. So, Akademie. Gehe ich nochmal rein. Fisch am Haken wäre das nächste, ne? Fisch am Haken, das machen wir aber beim nächsten Mal. Jo, ich bedanke mich dann ganz herzlich für euch, die hier eingeschaltet haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da. Lasst mir einen dicken Daumen nach oben da. Auch natürlich, wenn euch das Spiel gefallen hat. Schreibt was in den Kommentare, wie euch das Spiel gefallen hat. Immer schön Feedback da lassen. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann natürlich nach Steam gehen. Und Entwickler unterstützen, Spiel kaufen, Spaß haben. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.